Ja, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ich schreibe jetzt gleich dick. Nobody go right side, I stay at base, I def base. Most go water side, quick kill. Ja, so sprich bitte nicht so viel in die Stadt fahren, sondern die Wasserseite ist sehr, sehr wichtig. Ich spule mal ein bisschen vor, weil E3 ist relativ langsam. Bis ich auf Position bin, müssen wir uns ja nicht antun. So, ich gehe hier auf Position, weil da vorne gehen ja die Panzer auf. Unsere IS-7 kassiert schon mal. 8,55 auf AMX-30B. Badget Low HP 6,13 ausgenommen. AMX-30 ist auch raus. Wo ist der Schuss hin? Was weiß keine Sau. Warum steht dieser AT eigentlich so weit vorne? Die gehört weiter hinten, weißt du? So, die Gegner sind hier schon alle am Start. Der chillt hier sein Leben, ey. Ey, es sind Osterferien. Ich komme nur noch mit den Botkits in ein. Ey, was macht diese Arti hier bitte? Die hat da hinten zu stehen, wenn der Gegner schon so weit vorne ist. Ich bin auf. Arti ist wahrscheinlich auch auf, aber der chillt hier einfach. Schön abgefackelt. Ruh ist weg. Arti, bitte, mach doch, dass du wegkommst, bitte, du Noob. Du Noob. 800 und ein paar zerquetschte. Nö, Arti möchte hier chillen, ne? Das ist gemütlich da. So weit vorne. Fährt jetzt noch weiter vor, weißt du? Der Knaller. Der Typ ist der Knaller. Ja. So Noob wie unsere Arti ist die Gegner-Arti natürlich nicht. Die fokussiert jetzt auch während des ganzen Gefechtes nur mich. Ja, Perma-Feuer von der Gegner-Arti auf den E3, ne? Weil das ist ja am härtesten gepanzert im Spiel. Dementsprechend bekomme ich die volle Dröhnung von der Arti. Unsere Arti geht aber so an der Front halt mal sich spotten und killen lassen. Ein Vollbot vor dem Herren. Ja, Base ist gefallen. Alle sind an der Front gestorben. Unsere Arti wird natürlich gespottet. Und wie soll es denn auch anders sein? Beschossen und rausgenommen. Dankeschön, Arti. Du Vollbot aus Vollmilch-Bot-Schokolade. Danke für dieses intelligente an der Front mit der Arti stehen. Das hast du richtig fein gemacht, Kollege. In der Stadt haben sie es auch verschissen. Ja, es sind Osterferien 2016, du kannst knicken. Ich spiele, egal was für ein Panzer, ich verliere nur. Du kannst 5000, 6000, 7000 Damage raushauen, juckt keine Sau, du verlierst das Spiel. Du kannst machen, was du willst. Oho, vom Gegner rausgenommen. Ja, E100. Ich brauche keinen Schutz nach vorne. Ich brauche Schutz von der Seite und so. Weil ich bin härter gepanzert als du. Also Dankeschön für deine Hilfe. Aber macht gerade überhaupt keinen Sinn. Ich denke mir, komm, sterben werden wir eh. Also fahre ich lieber an die Front und tu mal was. Weil rechte Flanke ist gleich gefallen. Dementsprechend hier rumgammeln bringt nichts.
Und da geht der TVP vom Gegner auf. Ja, und E100 und ich machen halt, was wir tun sollten. In dem Fall, TVP möchte abhauen. 731 Low Roll, ne, das war klar. Ich könnte ja auch 900 raushauen, aber warum? Und ja, E100 480, okay. Ich bounce erstmal. Hab jetzt auch Gold geladen. Ich möchte ihm durch den Turm schießen. Außerdem habe ich eh keine AP mehr. Nicht so viele zumindest. Vollkommen unnötig lässt sich E100 jetzt von ihm wegschießen. Er hätte da hinten lieber auf meinen Arsch aufpassen sollen. Stattdessen macht er hier so komische Aktionen, wo er komplett seine HPs verliert. Ja, inklusive Rammen und so Scherze. Den hätte ich jetzt mit dem nächsten Schuss oder so rausgenommen. Der hätte auch aus der Distanz schießen können. Nö. So, und es kommt, wie es kommen musste. Ah ja, übrigens, ich habe jetzt Gold drin, ne? Warum ich ungern Gold schieße? Pass auf. Mit Gold an der Seite vom Panther gebounced. Wie geil ist das denn? Und das waren nicht seine Ketten, das war oben seitlich. Ja, von wegen, die kommen immer an. Ja, warum schießt du HE? Du hast 330 Penetration. Oder wie viel hat der mit Gold? 370, 340, keine Ahnung, weiß der Kuckuck. Aber dann an der oberen Platte seitlich vom Panther gebounced. Danke dafür. Wargaming, ey, bitte keine neuen HD-Modelle oder sonstiges. Bitte mal ein bisschen Matchmaking nach WOT-Wertung, ja? Nicht die ganzen Kacknoobs in ein Team, bitte. Danke. Wir sehen uns bei den Stats. Ja. Großkaliber. 5020 Schaden, 2 Kills. Und ja, der Rest hat rumgebottet. Inklusive unserer Arti, die an der Front rumstand die ganze Zeit. Ja, ein Noob halt, ne? Steht halt an der Front, geht auf und stirbt. Der E100 von uns war auch nicht besser. Ich habe am Anfang geschrieben, bitte fahrt Richtung Wasser. Habe ich ja dick in Caps Lock in Englisch geschrieben. Nee, da muss in die Stadt gefahren werden. Ja, dementsprechend können die Gegner abräumen. So sieht das aus, wenn man E3 spielt oder überhaupt. Es sind Osterferien, ne? Katastrophal. Kannst knicken. Verlierst einfach alles. Kannst du ballern, was das Zeug hält. Und wir haben hier, ja, pass auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Panzer, die gerade mal 1000 Schaden oder weniger hingekriegt haben, ja. Unter anderem die Arti, weil die sich absolut dämlich angestellt hat, so an der Front. Die war weiter vorne als ich, als TD, weißt du so. Und natürlich geht sie irgendwann auf und stirbt dann. Nicht so die Gegner-Arti, die hat mich ja schön fokussiert, die war die ganze Zeit nur auf mich eingeaimt. Ja, sieht man. Ey, ich krieg nur noch so Deppen in meinem Team. Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber pass auf, ich war, vor 2 Tagen habe ich die 8000er WOT-Wertung geknackt. Bin jetzt bei 7995, um 5 Punkte innerhalb eines Tages gefallen, weil ich nur noch am Ablosen bin. Egal, nichtsdestotrotz, würde mich freuen, wenn ihr hier abonniert und auch meinen Sportkanal. Die Links sind unten in der Beschreibung. Wir sehen uns, bis dann, ciao.